Moin zusammen! Heute widmen wir uns einem Thema, mit dem wirklich jeder Einzelne relaten kann. Dem Spielen. Genauer gesagt dem digitalen Gaming. Mit Medienwissenschaftlerin und Professorin für Game Design Linda Breitlauch durfte ich mich über aktuelle Gaming-Trends, erfolgreiches Game Design und vor allen Dingen über Serious Gaming für Schule, Gesundheit und Alter unterhalten. Ein Segment, das viel zu wenig Beachtung findet, wenn man bedenkt, dass es jeden von uns irgendwann einmal betrifft. Also, Vorurteile gegenüber Computerspielen beiseite schieben und Ohrenspitzen. Frau Breitlauch, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wundervoll. Wir werden uns heute ja über das Thema Games und Game Design unterhalten. Da kommt bei mir als allererstes die Frage auf, wie sind Sie denn dazu gekommen? Was ist Ihr Werdegang? Ja, es gibt noch nicht so einen typischen Werdegang für das Thema. Oder anders gesagt, also damals, als ich sozusagen angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es noch keinen typischen Werdegang dafür. Das ist inzwischen anders. Inzwischen kann man es studieren. Game Design ist natürlich ein anerkannter Beruf aus praktischer Sicht. Das heißt, im Prinzip arbeite ich in einem Entwicklerunternehmen und entwerfe, konzipiere, designe Games. Der akademische Weg, ist im Prinzip sozusagen heute die Möglichkeit gibt, das zu studieren. Ja, das gab es, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe eben noch nicht. Ich komme von der Filmhochschule, habe vorher aber auch was ganz Klassisches studiert, nämlich BWL, bin dann aber eben an die Filmhochschule gegangen und habe Film studiert, Drehbuch, Dramaturgie. Und dieses ganze Thema Interactive Storytelling hat mich schon immer so gepackt, dass ich festgestellt habe, dass das Medium, was mir eigentlich schon seit meiner Kindheit sehr, sehr nah ist, nämlich Computerspiele spielen, Interactive Storytelling beinhaltet, was ich zum Teil sehr viel faszinierender finde als das lineare Storytelling, weil es natürlich auch eine unglaubliche Herausforderung ist, nonlinear interaktiv zu erzählen, also sprich Spieler und Spielerinnen mit als Co-Autoren mit einzubeziehen. Würden Sie einmal erklären, entschuldigen Sie, wir haben leichte Zeitversetzung, glaube ich. Das wird am Ende spannend zu schneiden. Würden Sie einmal ganz kurz erklären, nochmal genauer, was lineares Storytelling ist und was interaktives ist? Naja, also das Storytelling, was wir kennen aus anderen Medien, Filmen, Fernsehen, aber tatsächlich auch Geschichten in Büchern, haben Autoren, die eine Geschichte erzählen wollen und sie so erzählen wollen, wie sie sie erzählen wollen. Und das ist auch völlig legitim und völlig richtig. Im interaktiven Storytelling muss ich in irgendeiner Form immer mit einbeziehen, dass ja die Spieler aktiv, also interaktiv sozusagen sind und entsprechend Einfluss nehmen können. Also natürlich gibt es auch in Computerspielen linear erzählte Geschichten, weil es vielleicht nur einen einzigen Weg gibt, um es weiterzuerzählen. Aber selbst wenn die Geschichte letzten Endes auch linear ist, so muss man sie im Prinzip so verarbeiten, dass Spielerinnen tatsächlich das Gefühl haben und auch tatsächlich in die Lage versetzt werden, die Geschichte selbst ein Stück weit mitzuerzählen. Also mal mehr, mal weniger. Und da gibt es dann sehr viele Unterformen, multilineare Storytelling, wo es dann wirklich unterschiedliche Möglichkeiten gibt, eine Geschichte zu erzählen, und vielleicht auch einen ganz anderen Ausgang zu haben. Wie gesagt, es gibt natürlich lineare Geschichten, die aber sich sozusagen erspielt werden wollen, und eine ganze Bandbreite. Und jetzt haben Sie selber schon gesagt, seit Ihrer Jugend hatten Sie schon eine Begeisterung für das Thema. Ich würde jetzt mal behaupten, jedes Kind spielt gerne. War das bei Ihnen schon besonders ausgeprägt als Kind mit den Computerspielen? Ja, Computerspiele sind jetzt noch nicht so das Medium, wo man jetzt ja als Kind mit aufwächst. Bei mir natürlich noch nicht. Also ich bin halt ein bisschen ältere Generation und da fing das dann tatsächlich erst mit den Arcade-Spielen an und das war schon in meiner jugendlichen Zeit. Also Kinder spielen natürlich alle gerne. Ich denke, da war ich sicher keine Ausnahme. Aber dann natürlich in meiner Kindheit waren es noch analoge Spiele. Aber irgendwann habe ich tatsächlich die Faszination für das elektronische Spiel entdeckt.
Aber wie gesagt, das war noch die Arcade-Zeit. Dann kam allerdings auch Storytelling, also diese alten Text-Adventures, sehr, sehr spannend letzten Endes, ne? Die so wie interaktive Bücher quasi funktionieren, wie diese Bücher, die einige vielleicht kennen, ne? Dass man im Prinzip sagt, wenn du dich jetzt entscheidest, auf die Insel zu gehen, dann blätter vor auf Seite 34, das waren ja so, wie die Text-Adventures damals aufgebaut waren. Nur eben, dass sie gepasst wurden über den Rechner, war alles sozusagen über Text. Aber eben schon häufig sehr unterschiedlich linear eben. Und daher kommt im Grunde genommen ja auch dieses Interactive Storytelling, was wir kennen, das kommt eigentlich eher aus diesem Bereich der Text-Adventures. Aber dann haben Sie ja erstmal BWL studiert. Was hat dazu geführt, dass Sie dann doch in den kreativeren Bereich rübergewechselt sind? Also es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, sich mal mit BWL zu beschäftigen, weil das tatsächlich auch in meinem Beruf eine Rolle spielt. Projektmanagement, Kalkulation und so weiter, das sind so die Monetarisierung, das sind so die harten geschäftlichen Seiten dieser Branche, denn das, was man da kreativ erstellt, will man ja idealerweise auch irgendwann verkaufen. Selbst wenn ich ein Autor eines Buches bin, muss ich mir darüber Gedanken machen, kauft mir das ein Verlag ab, weil ich will ja irgendwie davon leben. Insofern wird das gar nicht unbedingt als so ausschließlich sehen. Wir sind gerade im Designbereich, natürlich ist das ein künstlerischer Beruf ein Stück weit, aber Design bedeutet letzten Endes auch, dass man mitdenken muss, dass man es nicht nur für sich selber macht. Ein schönes Bild an der Wand. Hauptsache mir selber gefällt das, ist die eine Sache, aber Designer müssen sich auch immer mal wieder darüber Gedanken machen, wie kann man letzten Endes davon leben. Und das ist in der Games-Branche tatsächlich auch immer wieder ein ganz entscheidendes Thema, weil da geht es um Monetarisierungsmöglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Spielt natürlich vor allen Dingen dann eine ganz besonders große Rolle, wenn ich also zum Beispiel eine größere Firma aufbauen will, wenn ich das alleine mache. Und das ist aber heute kaum noch der Fall. Also Game Designer designen in der Regel nicht mehr alleine in der Garage, ne, wie das Urteil so lautet, an einem Spiel, sondern das sind inzwischen eben große Teams mit unterschiedlichen Kompetenzen, die erforderlich sind, um so ein Spiel umzusetzen. Und die wollen halt auch von irgendwas leben, die Menschen, die man in einem Studio beschäftigt. Definitiv. Und dann sind Sie ja 2007 Europas erste Professorin für Game Design geworden, wenn ich das richtig gelesen habe. War das ein steiniger Weg oder war das ganz, ganz easy durchzusetzen, dass es jetzt einen Lehrstuhl für Game Design gibt? Den Lehrstuhl, den gab es. Auf den habe ich mich einfach beworben und bin genommen worden, so ganz einfach ausgedrückt. Also steiniger Weg war es sicher für die akademische Welt und ist es sicher bis heute auch noch, das muss man schon sagen. Weil es erst eigentlich seit dieser Zeit, es war einer der ersten Lehrstühle überhaupt in Deutschland, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Gerade die staatlichen Hochschulen haben sich noch eine ganze Weile noch dagegen gewehrt, das als akademisches Thema anzusehen. Das kam eigentlich zuerst, ich bin jetzt hier an der Hochschule Trier, das ist die erste Hochschule in Deutschland, die das Thema Spieleprogrammierung als expliziten Studiengang an einer staatlichen Hochschule umgesetzt hat. Und das war 2009, also das ist noch nicht so wahnsinnig lange her. Und die Erkenntnis, dass man in diesem Bereich auch akademisch sozusagen ausbilden kann, dass man in dem Bereich forschen kann, Game Studies, dass man das studieren kann, Bachelor, Master, das setzt sich jetzt erst so langsam durch. Inzwischen haben wir das mal identifiziert. Ich bin Mitherausgeberin eines Buches, wo wir uns genau damit beschäftigt haben, welche Studiengänge in staatlichen Hochschulen gibt es eigentlich. Und das sind insgesamt 20, ein paar mehr. Und der überwiegende Bereich ist natürlich im Bereich der Programmierung, Informatik angesiedelt. Und es gibt aber auch einige inzwischen, die Game Design, Game Art und auch Game Producing zum Beispiel im Portfolio haben. Aber das hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis sich das überhaupt manifestiert. Wenn man das vergleicht mit BWL-Studiengängen, davon gibt es definitiv mehr. mehr als BWL-Studiengänge gibt es, glaube ich, gar nichts in Deutschland. aber gibt es da denn jetzt, Sie haben gesagt, es haben sich 20 Stück inzwischen etabliert. Ist der Trend stärker werdend? Also sind es in den letzten Jahren mehr geworden als vorher?
Ja, das kann man durchaus beobachten. Das ist auch nach wie vor ansteigend. Man hört immer mehr von neuen Akkreditierungsverfahren, andere Hochschulen, die sich auch damit beschäftigen. Also nicht nur im Inland, sondern auch zum Beispiel europaweit, weltweit sowieso. Die Amerikaner, die Skandinavier waren in der akademischen Ausbildung tatsächlich viel früher dran als wir, aber wir holen jetzt stark auf, weil man auch erkennt, also nicht nur, weil es ein wirtschaftlich großer Markt ist weltweit, mit über 140 Milliarden weltweiten Umsatz, sondern natürlich auch, weil es tatsächlich interessant ist, sich akademisch damit zu beschäftigen, in allen möglichen Bereichen. Also wir haben hier zum Beispiel bei uns das Thema therapeutische Spiele etabliert, zusammen mit Therapiewissenschaften, die auch bei uns angesiedelt sind. Und das ist ein hochinteressantes Forschungsgebiet, auch wenn es erstmal auf den ersten Blick eine Nische klingt. Aber wir entdecken da Potenziale, die man sich jetzt vor allen Dingen in dieser Corona-Zeit, mehr Digitalisierung und so weiter, das ist auch eine Herausforderung in dem Bereich, wie erreiche ich die Leute? Und da wird es noch viel mehr Potenziale zu heben geben. Und das wird auch immer mehr gesehen. Ja, auf die therapeutischen Spiele werden wir nachher auch auf definitiv noch eingehen. Bevor wir zu den Spielen selber kommen, noch eine persönliche Frage. Die ist vielleicht ein bisschen schwierig für eine Professorin, die in dem Bereich dann vielleicht neutral bleiben muss. Aber ich sehe bei Ihnen im Hintergrund, sehe ich ich nenne es mal Axt, aus irgendeinem Roleplay würde ich vermuten. Dann sehe ich aber auch einen Hasen. Was für eine Art Spiel ist Ihre, was spielen Sie am liebsten? Also der Hase, das ist, das müssten Sie eigentlich wissen, das ist der berühmte Harvey aus Edna bricht aus. Das ist ein Kult-Adventure von Dedelic tatsächlich. Und auch die anderen Sachen, die Sie sehen, die sind fast alle aus Spielen. Das ist ein tolles Gemälde von einem guten Freund aus der Branche. Und die Axt ist unterschrieben von Markus Heitz. Also ein bekannter Schriftsteller für die Zwerge und so weiter. Also das sind, ich habe eine kleine Sammlerleidenschaft, das muss ich zugeben. Natürlich auch Sachen teilweise, die aus Spielen stammen und naja, andere haben Vasen und ich habe eben so ein Mittes. Und haben Sie eine Spielrichtung, die Sie selber am liebsten spielen? Oder spielen Sie querbeet? Ich spiele natürlich querbeet, das muss ich in Anführungszeichen natürlich auch tun, um up-to-date zu sein. Ne? Was natürlich im Vergleich zum Beispiel zum Thema Film eine echte Herausforderung ist. Ich meine, es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Filme, die man auch nicht alle schauen kann, auch wenn man es müsste, wenn man in dem Bereich unterrichtet. Bei Spielen ist das noch ein bisschen schwieriger, ne? In The Last of Us durchzuspielen. Da kann man eine Woche rein investieren. Ne? Deswegen habe ich es auch noch nicht geschafft, es durchzuspielen, obwohl es schon seit über 2 Wochen draus ist. Aber ja, also schon querbeet. Tatsächlich habe ich im Moment eine große Zuneigung zu raffiniert gemachten Indie-Titeln. Ich habe ein Lieblingsstudio im Moment, also eins von vielen, aber eins davon, das sitzt in Polen und die haben Frostpunk und This War of Mine gemacht. Ein ganz kleines Team, unglaublich raffiniertes Game Design. Hoher Wiederspielwert und das sind Spiele, die mich begeistern, unabhängig davon, welchem Genre man die zuordnen würde. Und wenn man also sieht, was da wirklich gedanklich und auch visionär hinter so einer Idee steht, also was ist die Botschaft, was spiegelt sich sozusagen in dem Spiel, was macht es mit einem? Und This War of Mine ist jetzt schon ein bisschen älter, aber das macht wirklich eine ganze Menge mit einem. Das ist ein Spiel, ne, wo man im Prinzip mitempfinden soll, wie sich Zivilisten in einem Krieg fühlen. Und das ist tatsächlich ein Spiel, das wurde von der Zeit, glaube ich mal, als das traurigste Spiel des Jahres deklariert. Und das ist es auch, aber es ist trotzdem es ist gerade, weil es einen wirklich auf sich selber zurückwirft, zum Nachdenken bringt, ist es... Find ich solche Spiele extrem spannend, weil sie mir zeigen, dass man mit Computerspielen etwas vermitteln kann, was man mit anderen Spielen nicht kann. Um noch ein anderes Beispiel, aktueller sogar aus Deutschland zu nehmen, Paint Bucket, das ist ein kleines Studio in Berlin, die haben zu The Darkest of Times gemacht, ein Spiel, was ich meiner Meinung nach im Geschichtsunterricht eingesetzt werden kann, weil es sich sehr kritisch und historisch mit der NS-Zeit auseinandersetzt und
Okay, jetzt war mein Bildschirm gerade weg, Entschuldigung. Geschichtlich aufzuarbeiten, auf eine andere Art, einen anderen Zugang zu schaffen, der zeigt, dass man Computerspiele auch in Schulen bringen kann. Sie haben eben so schön gesagt, man muss ja auch die Spiele spielen, wenn man in dem Bereich aktiv ist. Waren Sie jemals mal für eine gewisse Zeit Computerspielen überdrüssig und haben sich gedacht, Mensch, jetzt einfach mal für 2, 3 Monate nicht am Computer sitzen? Also ich muss ja mal am Computer sitzen, weil ich ja viel am Rechner arbeite, also nicht, weil ich spiele, sondern jetzt gerade, ne, dieses vergangene Semester, da haben wir noch viel mehr alle am Rechner gesessen, weil wir natürlich unsere Online-Lehre gemacht haben. Und tatsächlich habe ich in der Zeit auch sehr viel weniger gespielt, weil es dann wirklich gut tut, eher rauszugehen und mal, ne, was anderes zu machen, was nichts jetzt mit den Spielen an sich zu tun hat, sondern was damit zu tun hat, dass einen der Bildschirm dann auch irgendwann nervt. Aber eigentlich kann ich nicht sagen, dass ich mal so eine lange Pause gemacht habe, weil selbst, also 3 Monate, das würde mich dann, glaube ich, ziemlich zurückwerfen, weil es kommen so viele Spiele raus, die man sich wenigstens mal kurz angucken schaffen soll. Das sind nicht immer nur die großen Blockbuster, alleine das sind ja schon eine ganze Menge, sondern es gibt so viele kleine Indie-Titel, es gibt viele Spiele meiner Studierenden, die ich sehr gerne spiele, und deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen, so lange tatsächlich nicht zu spielen. Aber ich bin auch ein großer Fan von Brettspielen, Pen and Paper, hin und wieder. Und das heißt, man muss nicht immer Videospiele, man kann auch andere Spiele spielen. Aber wir haben ja schon festgestellt, jeder spielt gerne, und deswegen würde ich mit Ihnen gerne das, was Sie gerade schon angerissen haben, das Thema Serious Gaming einmal besprechen. Sie haben jetzt gesagt, für ein Spiel beispielhaft, das könnte man quasi im Geschichtsunterricht einsetzen. Könnten Sie uns einmal ganz kurz erklären, was genau Serious Gaming ist und wie man das in der Schule einsetzen kann? Okay, darf ich es ein bisschen ausholen? Unbedingt, gerne, wir haben Zeit. Sie haben gerade Serious Gaming gesagt. Serious Games und Serious Gaming ist zum Beispiel schon mal nicht ganz dasselbe. Okay. Und das ist aber ein total interessanter Unterschied. Also Serious Games adressieren tatsächlich etwas, was man auch, sagen wir mal, im richtigen Leben in irgendeiner Form verwenden kann. Sei es jetzt einfache Lernspiele, Mathe, Sprachen oder was auch immer. Oder eben therapeutische Spiele, und wo es dann darum geht, Kompetenzen zu erwerben, mit Unterstützung von Spielprinzipien, ja, um es zum Beispiel Wiederholungen, die man machen muss, um die anzureichern mit Spielspaß. Das heißt, ein Serious Game ist idealerweise etwas, was normalerweise im Lernprozess oder im Kompetenzerwerbsprozess mühsam ist, versucht es durch Spielen eben leicht zugänglich zu machen. Serious Games müssen also logischerweise Spaß machen. Sie müssen sich nicht vergleichen mit Unterhaltungsspielen, weil sie sollen natürlich auch unterhalten, sonst bräuchte man kein Spiel machen, aber das ist nicht sozusagen das, was an vorderster Stelle steht. Serious Gaming wiederum, das ist eine hochinteressante Geschichte, nämlich sie nehmen Spiele, die eigentlich für den Unterhaltungsmarkt gedacht waren, und setzen sie in einen Kontext des Serious Gamings quasi, also wie beispielsweise, berühmtes Beispiel ist Minecraft. Das Spiel, was ja im Prinzip jetzt inzwischen, glaube ich, alle kennen, ne, was so ein bisschen aussieht wie eine große Lego-Sandkasten, wo man bauen kann, craften kann und so weiter. Und es wird inzwischen in Schulen eingesetzt. Dann nennt man das tatsächlich Serious Gaming. Das heißt, ich nehme Spiele, die es bereits gibt, und setze sie in den Kontext von Ausbildung, Bildung, Weiterbildung, Kompetenzerwerb und so weiter. Und dann gibt es noch das Thema Gamification. Das ist nochmal was ganz anderes, auch wenn das häufig so miteinander verwoben wird. Mit Gamification ist gemeint, dass ich versuche, sozusagen Belohnungsprinzipien, die wir aus dem Spielkontext kennen, in den Alltag zu überführen. Und damit muss es zum Beispiel gar kein Computerspiel oder sowas sein, sondern da geht es nur um das Thema, wie kann ich etwas im Alltag, was einem zum Beispiel schwerfällt, immer wieder zu machen, wie kann ich das anreichern mit ein bisschen Belohnungsprinzipien, die ein bisschen Spaß machen und dadurch die Sachen besser gelingen. Ganz allgemein gesprochen. Und können Sie uns jetzt auf den Bereich Schule beschrieben ein Beispiel nennen, wo das in Deutschland schon aktiv genutzt wird, wirklich, wo das in der Schule dann ein Spiel am Computer mit Lehrern und der Klasse quasi gespielt wird?
Also Minecraft hatte ich als Beispiel genannt. Das ist das Einzige, was mir bekannt ist, dass es in Deutschland tatsächlich relativ breit eingesetzt wird. Es gibt viele Gruppen auf Discord, Facebook und so weiter, wo sich wirklich Medienpädagoginnen und Medienpädagogen austauschen, Lehrkonzepte erarbeiten, wie man das in Erdkunde in allen möglichen anderen Unterrichtsformaten einsetzen kann, weil das eben sehr, sehr vielfältig ist. Und dann weiß ich selber natürlich, es gibt Lehrer, die haben selber zum Beispiel, weil sie selber gemerkt haben, hey, bei Cultures kann ich ja echt was lernen. Und dann geben sie das mal mit rein. Aber es steht natürlich noch auf keinem Lehrplan der Schulen. Und das kann natürlich unter anderem auch daran liegen, dass es keine explizit für Schulen entwickelte Spiele gibt. Einzige Ausnahme, die ich kenne, die ist in Österreich. Das ist ein Spiel, was dort entwickelt wurde für den Physikunterricht. Und das wird tatsächlich auch curricular verankert eingesetzt. Ich finde es so spannend, dass Sie eben das mit dem Geschichtsunterrichtsbeispiel gesagt haben, weil ich persönlich habe ein Riesenfabel für Geschichte. Ich habe immer schon alle möglichen Spiele gespielt, die im historischen Kontext hatten, Filme geguckt. Ich fand aber ehrlich gesagt den Geschichtsunterricht immer langweilig. Und ich muss auch gestehen, dass ich wahrscheinlich aus den ganzen Spielen und den ganzen Filmen, die ich mitgenommen habe, die ich geguckt und gespielt habe als Kind, wahrscheinlich mehr mitgenommen habe als aus dem Geschichtsunterricht selber. Wobei da natürlich dann die Gefahr ist, dass da auch historisch nicht ganz korrekte Sachen mit drin waren oder auch komplett falsche Sachen. Das heißt, Sie haben jetzt angesprochen, man kann bestehende Games nehmen und die in der Schule einsetzen oder man kann auch wirklich Spiele entwickeln, die ausschließlich für diesen Aspekt entwickelt wurden. Ist bei der ersten Variante die Gefahr, dass da auch falsches Wissen transferiert wird oder das Falsche hängen bleibt? Das denke ich auf jeden Fall, ja. Also nehmen Sie mal, das Spiel Assassin's Creed, sehr bekannter Entertainment-Titel, sehr erfolgreich auch, und Sie referenzieren ja in all Ihren Spielen einen historischen Kontext. Den arbeiten die auch sehr akkurat auf. Und klar, gab es hier und dann mal wieder Kritik, das war jetzt nicht so 100% akkurat, machen das aber quasi als ein fiktives Szenario. Also das heißt, man spielt ja einen Assassinen, den es natürlich nicht gegeben hat, aber alles andere versucht man akkurat sozusagen zu vermitteln. Und das ist ein Prinzip, was ziemlich gut funktioniert. Und weil das so gut funktioniert, haben sich Ubisoft überlegt, zum Beispiel das Spiel Origin, das spielt im alten Ägypten, ist, wenn ich mich recht entsinne, ein 18er oder mindestens ein 16er Titel. Und dann haben die einfach sozusagen diesen Kampfmodus rausgenommen und diese ganze Welt genutzt, mit einem Sightseeing-Modus betreten zu werden. Das heißt, ich kann mir diese ganze wunderschöne Welt anschauen, aber eben im Sightseeing-Modus ohne das Kampfsystem. Und das ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass das ein Unternehmen macht. Die sagen, okay, das ist eigentlich so eine tolle Welt, die wir da geschaffen haben. Und das so lebhaft zu erleben. Also ich meine, ich habe das Spiel gespielt im normalen Modus und es ist tatsächlich einfach toll, mal auf so eine Pyramide raufzuklettern oder die Sphinx zu sehen und so weiter. Das sind natürlich Dinge so wie macht man manchmal auch in Museen, so Living History, ne? Dass dann Schauspieler irgendwie spielen. Dann geht es nicht ausschließlich darum, reines historisches Wissen zu vermitteln, sondern es geht auch darum, mal vielleicht ein Gefühl für diese Welt entstehen zu lassen. Wie haben die eigentlich ihre Äcker bestellt und was weiß ich nicht alles, ne? Oder wie haben die gebaut? Und dieser Zugang, denke ich, der funktioniert wirklich ziemlich gut über solche Spiele, wenn sie einigermaßen akkurat sind. Aber man darf nicht vergessen, dass es natürlich trotzdem Entertainment-Titel sind, ne? Also sie können eine Welt dafür aufmachen, aber wie man dann eine Quelle recherchiert als Historiker, lernt man darüber natürlich nicht. Man kann eine Begeisterung dafür wecken und vielleicht ein Grundwissen und Atmosphäre in einer solchen Zeit. Und ich glaube, dass es gerade das virtuelle Welten und so ein Riesenpotenzial haben, gerade im historischen Kontext, weil das sind vergangene Zeiten. Das heißt, wir können die nicht besuchen, können ins Museum gehen, aber wir können sie nicht mehr selber besuchen, logischerweise, solange wir keine Zeitmaschine haben. Aber wir können versuchen, das sozusagen wenigstens virtuell aufleben zu lassen und dann zum Beispiel Kinder mehr für das Thema Geschichte zu begeistern, einfach indem wir sie in diese Welt reinholen. Weil es viel anschaulicher ist, als einfach nur Zahlen zu lesen, ne?
dann und dann war das und das, dann und dann war das und das. Das ist für Kinder jetzt in der Regel ja auch nicht ganz so spannend, ne? Sondern spannend ist sozusagen, das wirklich dann auch zu erleben, was dann tatsächlich passiert ist. Ja, und wie Sie sagen, wenn Begeisterung geweckt ist, dann ist ja vielleicht auch eigene Motivation da, sich weiter damit zu beschäftigen und vielleicht auch mal was zu lesen. Sie haben jetzt das Beispiel Ubisoft genannt, was ja ein Riesenunternehmen ist. Investieren denn auch große etablierte Unternehmen inzwischen in diesen Bereich, in diese, in Games für die Bildung? Meines Wissens nicht, also höchstens so als, ich sage jetzt mal, Nebengeschäft. Denn noch muss man sagen, ist der Serious Games Markt nicht besonders lukrativ für Entwickler. Man muss auch anders entwickeln, man muss die Zielgruppe ganz anders definieren und da anders rangehen. Und viele Serious Games werden auch nicht verkauft, sondern die werden im Prinzip irgendwo eingesetzt, wo die Nutzer letzten Endes noch nicht mal was dafür bezahlen. Das heißt, es muss eigentlich eine andere Form der Finanzierung erbracht werden. Und das geht meistens über Hochschulen, Institute, Forschungseinrichtungen oder was auch immer, die dann die Gelder für die Entwicklung auftreiben. Es ist also ein ganz anderer Markt, ne? Und eine ganz andere Möglichkeit, sich zu finanzieren. Und letzten Endes muss man auch ganz anders rangehen in der Umsetzung. Also mit dem pädagogischen Blick darauf wird das auch erreicht. Dann muss man es im Prinzip auch evaluieren. Hat man eigentlich den Erfolg erreicht, den man haben wollte? Das ist, naja, gerade bei den therapeutischen Spielen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Kann ich das, was ich mir erwünscht habe an Wirkung, die ich da erzielen will, kann ich die dann überhaupt erreichen? Das heißt, es kostet da nochmal einen zusätzlichen Aufwand, den man bei Unterhaltungsspielen eigentlich gar nicht betreibt. Und deswegen machen das eigentlich eher Unternehmen, die sich tatsächlich genau auf diesen Bereich spezialisiert haben. Und explizit Serious Games entwickeln und nichts anderes. Wie wird das Ganze denn aufgenommen, wenn wir jetzt mal auf den in den Bereich Deutschland gucken? Wie steht die Lehrerschaft zu dem Thema? Wie steht die Elternschaft vielleicht zu dem Thema? Und wenn Sie jetzt schon gesagt haben, muss anders finanziell incentiviert werden, wie steht der Staat dazu? Gibt es da staatliche Förderung für den Bereich? Also ich habe mit vielen Lehrern gesprochen, und viele fanden das Thema sehr, sehr interessant und sagen, okay, wenn ich jetzt was einsetzen will, was mache ich dann? Und dann muss man leider sagen, naja, es gibt halt noch nicht viel oder zumindest nicht viel Empfehlenswertes, weil ja auch eben in dem Bereich nicht viel Geld drinsteckt und deswegen auch nicht viel entwickelt wird. Und deswegen sind natürlich immer die Forderungen so, ja, dann muss vielleicht die Politik sich da auch mal ein bisschen stark machen in dem Bereich und sagen, gib doch mal Fördertöpfe dafür, fordere ich auch seit vielen Jahren. Was es jetzt aber tatsächlich gibt, ist ja die Bundesförderung für Computerspiele und da sind Serious Games explizit mit förderbar. Und das könnte, das wird sich dann wahrscheinlich zeigen, weil die Förderung ist ja im Prinzip auch erst angelaufen, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass der Serious Games Markt jetzt auch tatsächlich ein bisschen besser ausgestattet wird. Ich bin mir relativ sicher, ich kenne nur die Konzepte, die bis jetzt sozusagen ja auch gefördert werden, die veröffentlicht sind, da sind schon einige Serious Games dabei. Und das finde ich großartig, denn da rein zu investieren, ist etwas, was auch tatsächlich in die Lehre oder überhaupt in Lernkonzepte fließen kann. Also etwas, was jetzt inzwischen durchaus auch von der Politik wahrgenommen worden ist, ja, da muss man in dem Bereich viel mehr tun. Das ist die eine Seite, das ist nur die finanzielle Seite. Die andere Seite ist, Spiele in Schulen zu bringen. Das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt, weil das kann man ja nicht irgendwie, ne, von oben anordnen oder sowas, sondern das ist mit Sicherheit noch ein Prozess. Ne? Wie kriegen wir dann sozusagen das zusätzlich zum Schulbuch auch noch das Serious Games zu Physik mit in die Schulen? Wenn das die Lehrer nicht von sich aus machen, dann müsste das natürlich viel weiter oben angesiedelt sein. Wir haben ja so schon eigentlich auch Probleme mit der technischen Ausstattung der Schulen. Also das wäre schon infrastrukturell eine Thematik. Auf welche Vorbehalte treffen Sie denn, ob jetzt bei Lehrern oder bei Eltern? Weil gerade jetzt mal angenommen, irgendwann Ubisoft sagt, okay, um jetzt bei dem großen Unternehmen zu bleiben, die Förderung ist interessant, wir investieren jetzt mal in so ein Serious Game.
dann höre ich schon die Eltern, die sagen, dann macht Ubisoft das sicherlich nur, um die Kinder möglichst früh schon dran zu binden, weil zu Hause dürfen die Kinder maximal eine Stunde am Tag Computer spielen und dann sollen sie in der Schule noch eine Stunde spielen und am Ende sind sie computersüchtig. Ist das ein Vorbehalt, der häufig bei Ihnen auftritt? Ja, na klar. Also nach wie vor, sobald es um ein Bildschirmmedium geht, dann sind diese Vorbehalte natürlich da. Da fielen ganz offen gestanden dann die Forschungstätigkeiten in dem Bereich, die wirklich sagen, ist der Bildschirm jetzt adaptiver oder was auch immer, ne? Oder ist der Bildschirm an sich, also als Medium, schlechter als ein Buch? Dazu gibt es eigentlich relativ wenig Forschung, muss man sagen. Was mich daran ein bisschen stört, ist, ich könnte das nachvollziehen, ne? Dieses, da bewegt sich was, ja, ein Bewegtbild oder was auch immer, hat natürlich eine hohe Attraktivität, logischerweise, und zieht auch viel Aufmerksamkeit. Also mehr als ein geschriebenes Wort, ein geschriebener Text in einem Buch. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Jedoch würde ich das nicht auf einer inhaltlichen Ebene machen. Und das wird im Moment immer nur inhaltlich diskutiert. Also man tut häufig so, als ob die Inhalte von Computerspielen weniger wert sind als Inhalte zum Beispiel in Büchern. Und das ist totaler Blödsinn. Weil das genauso wie es schlechte Bücher gibt, gibt es auch schlechte Spiele, schlechte Filme, aber es gibt genauso eben auch sehr gute. Und wenn man die kuratiert und anbietet, dann muss man sich wirklich eigentlich nur noch darüber unterhalten, ist es das Medium-Bildschirm, was alle so abschreckt, oder ist es eben der Inhalt? Und man soll sich mit den Inhalten in erster Linie auseinandersetzen, aus meiner Sicht. Denn auch Kinder müssen relativ früh inzwischen auch lernen, mit Computern umzugehen. Das ist einfach die heutige Arbeitswelt. Und das heißt aber nicht, dass sie in der Schule jetzt ausschließlich nur vorm Rechner sitzen wollen. Und wenn wir uns angucken, Homeschooling lief ja zuweilen ganz gut in manchen Schulen, ne? Und in manchen war eben nicht so drin. Ne? Das heißt also, die Medienkompetenz, die dann auch seitens der Lehrer gefordert ist, die gehört hier, muss ja auch irgendwie mit gefördert werden. Also es gehört zusammen. Ich finde das zusammen nicht trennen. Und da habe ich doch lieber sozusagen Kinder, die am Rechner mit einem Spiel lernen, als die den ganzen Tag am Handy sozusagen auf diesem kleinen Bildschirm irgendwas machen, was dann vielleicht tatsächlich noch mehr ablenkt, weil es etwas ist, was ich immer dabei habe. Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Corona-Zeit gerade da schon in dem Bereich Auftrieb gegeben hat und mehr Interesse darauf verwendet wird? Ich glaube, es hat sich einfach gezeigt, wie notwendig das ist, ein gutes und vernünftiges Verhältnis zur Digitalisierung aufzubauen. Selbst wenn man selber gar nicht so digital unterwegs ist. Weil es ja einfach diese Notwendigkeit gab, aber wir ja quasi ohne großartige Vorbereitung da reingeschlittert sind. Ich meine, an Universitäten hat es viel besser geklappt. Warum? Weil Universitäten sich nämlich auch seit vielen Jahren schon mit dem Thema E-Learning beschäftigen, auch wenn das da hier und da auch mal vernachlässigt wurde. Aber da hat das natürlich trotzdem besser funktioniert, weil die Infrastrukturen von Universitäten und Hochschulen einfach auch anders sind. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manche Lehrer das echt eiskalt erwischt hat. An den Schulen vielleicht keine Rechnerpools, wie erreiche ich die Kinder, die vielleicht keinen eigenen Rechner haben. Es gab, wie gesagt, noch eine Menge tolle Beispiele, wo es gut funktioniert hat, aber eben auch eine Menge Beispiele, wo man sagt, okay, wir kriegen jeden Tag einmal eine E-Mail vom Lehrer oder von der Lehrerin. Und das ist ja dann unter den Möglichkeiten, die es eigentlich gibt durch Digitalisierung. Wir haben da noch gar nicht über VR oder AR oder sowas gesprochen. Also wie kann man virtuell Dinge anreichern, die dann zum Beispiel vielleicht auch ein Stück weit wieder vom Rechner weggehen. Ne? Augmented Reality kann man ja auch in anderen Kontexten draußen zum Beispiel nutzen. Und da haben wir viel mehr technische Möglichkeiten als die eigentlich genutzt werden, weil wir immer wieder sagen, ja, es ist immer nur der Bildschirm. Aber es gibt ja viel mehr als den Bildschirm. Ne? Definitiv. Gibt es denn ein Land, wo wir jetzt in der Corona-Zeit hingucken können und sagen, hey, die haben es besser gemacht, die sind da schon weiter? Weil es ist ja immer
eine nette Idee, Vorreiter zu sein, aber am Ende ist es immer schwierig, dann das, die Politik, die Lehrer, die Eltern zu überzeugen. Das heißt, wenn man jetzt sagen kann, guckt nach Schweden, guckt in die USA, wohin auch immer, da funktioniert es hervorragend und die Kinder und die Lehrer nehmen das gut an, dann hilft das ja bei der Überzeugungsarbeit. Also Skandinavien ist tatsächlich im Bereich der Schulausbildung sowieso schon immer ziemlich weit vorne gewesen. Die haben einfach andere Konzepte, bessere Betreuungsverhältnisse und so weiter. Ich muss gestehen, ich habe jetzt in dieser ganzen Zeit nicht ein Land hervorstechen sehen, wo man sagt, die haben das ganz besonders gut geschafft. Ich glaube, dass man da wahrscheinlich im asiatischen Raum fündig wird, weil zum Beispiel Korea ja auch mit der Digitalisierung ganz anders umgeht. Und auch mit dem Thema Games oder Internetzugang und so weiter ein ganz anderes Verhältnis dazu aufgebaut hat. Insofern, ja, also da gibt es bestimmt Länder, die das besser gemacht haben. Ich kenne allerdings jetzt tatsächlich noch jetzt nicht konkrete Forschungsergebnisse dazu. Okay, trotzdem ein total spannender Bereich. Sie haben aber auch gesagt, Games in der Therapie. Ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen von einem Spiel, wo Verbrennungsopfer in eine Schneelandschaft versetzt werden, um mit Schneebällen auf Ziele zu werfen. Was hat es damit auf sich und welchen Effekt hat das Ganze? Ja, das Spiel ist Snowworld und ist entwickelt worden als ein VR-Spiel für Menschen, eben, die unter starken Verbrennungen leiden und die während der Behandlung, also wenn die Verbände gewechselt werden müssen, ja natürlich unheimliche Schmerzen haben. Und die Idee dahinter war zu sagen, in dem Moment, wo ich an Schnee, Eis denke, ne, dann hilft mir das ja schon mal, also das zu, weniger zu empfinden in dem Moment. Das heißt also eine Form von Ablenkung, aber eben auch so eine Überlagerung von der Vorstellung Eis und Schnee. Dann haben sie einfach genau diese Welt genommen und zusätzlich etwas gemacht, nämlich noch ein Spielprinzip eingebaut, sodass ich auch noch etwas tun muss. Also nicht nur in dieser Welt sein, sondern ich muss in dieser Welt auch noch etwas tun. Und das lenkt tatsächlich dann von den Schmerzen ab, sogar zu einem so erheblichen Teil, dass man also wirklich davon sprechen kann, dass innerhalb dieser Situation, also nur innerhalb dieser ganz besonderen Situation, tatsächlich als ein großer Erfolg gewertet werden kann. Wird das denn in Deutschland viel eingesetzt, dieses Spiel, oder ist das erstmal auf theoretischer Basis? Also es ist keine deutsche Entwicklung, es ist, glaube ich, in den USA entwickelt worden. Ich weiß, dass viele Krankenhäuser, also mindestens die Charité, sehr offen ist für solche Konzepte und das auch einsetzt. Ich meine auch, dass die Charité genau dieses Spiel auch einsetzt. Es gibt ja so viele andere Geschichten, wie dass man Kindern eine VR-Brille aufsetzt, wo sie in so einer schönen Landschaft sind und weil sie Angst haben, verspritzen zum Beispiel und dann kommt so ein kleines Tier und piekst dann einmal. Das sind also so Konzepte, die tatsächlich konkret auch eingesetzt werden. Flächendeckend kann ich jetzt nicht sagen, also ich weiß es jetzt nur von einigen Instituten. Wie sieht denn so ein Entwicklerteam aus, das so ein Health Game entwickelt? Also ich meine, jetzt gerade bei kleinen Kindern, da sehe ich dann einen Pädagogen, einen Entwickler, einen Storyteller und einen Mediziner nebeneinander sitzen, die alle ihre Expertise zusammenschmeißen. Kann man so sagen. Ja. Also es ist natürlich wichtig, dass das medizinisch und therapeutisch absolut gesichert ist, was man da macht. Weil man will ja einen positiven Effekt erwirken und wenn es vielleicht das falsche Spielprinzip nützt, vielleicht genau das Gegenteil erreicht. Deswegen muss das eben sehr, sehr gut evaluiert werden, was man da macht. Das heißt, man braucht den therapeutischen Blick, man braucht unter Umständen eben auch den pädagogischen Blick. Also wie kann man das vermitteln? Man braucht jemanden, der sozusagen den pädagogischen Aspekt übersetzen kann in ein Spielprinzip. Das ist quasi das, was wir machen, das ist unser Job. Und da braucht man natürlich noch das, was man sonst im Entwicklerteam auch braucht. Gute Game Designer, gute Art Designer, Programmierer, Sound und so weiter und so weiter, was eben alles da noch mitspielt. Das heißt, der Aufwand und aber auch die Herausforderungen sind natürlich eigentlich sehr viel größer. Das Problem bei so interdisziplinären Teams ist ja häufig, wenn man
wirklich aus den unterschiedlichen Welten kommt und für die, für der Entwickler, für die Pädagogik oder der Pädagoge, für die Medizin oder was auch immer, gar kein Gefühl hat. Gibt es da interdisziplinäre Teams, die sich da regelmäßig gegenseitig quasi fortbilden, oder gibt es da schon Studiengänge in dem Bereich? Also es gibt eine Konferenz, die jährlich stattfindet in den Niederlanden, zu diesem Thema Health Games, und da treffen sich also zumindest europaweit alle Experten, die mit diesem Thema zu tun haben, und tauschen sich dort aus. Und es gibt natürlich auch sozusagen auf digitalem Weg ein internationales Netzwerk von denen, die das machen, die sich in dem Bereich entwickeln. Ja, aber es ist natürlich im Vergleich im Spieleentwicklung und Unterhaltungsbereich sind das natürlich sehr viel weniger Leute. Und es ist auch eine ganz andere Community natürlich, ne? Auch da wieder das Thema Überzeugungsarbeit leisten. Muss nicht im Prinzip, wenn man es im medizinischen Segment einsetzt, ähnlich wie bei einem Medikament quasi, jedes Mal, wenn man so ein Spiel entwickelt, dann auch in Studien erwiesen werden, dass es einen Effekt hat, einen positiven nach Möglichkeit? Es kommt drauf an, also wenn es jetzt zum Beispiel nur ein Lebensbegleiter ist oder sowas, ne? Einfach bestimmte Dinge verbessert, die jetzt, sagen wir mal, nicht medizinisch bedenklich sind, dann gilt das wie so eine Art Lifestyle-Produkt. Aber tatsächlich ist das eine große Diskussion, dass sie im Prinzip genau wie die Medikamente auch evaluiert und getestet werden müssen, insbesondere dann, wenn sie theoretisch Schaden anrichten könnten. Und dann durchlaufen die teilweise genau dieselben Prozesse, wie das bei einer Medikamentenzulassung ist. Und wenn Sie haben jetzt einen relativ breiten Bereich an Möglichkeiten genannt, wo man diese Spiele einsetzen kann. Ich denke mir jetzt, es gibt Generationen, die sind mehr digitale Spiele gewöhnt als andere Generationen. In der Altenpflege, vielleicht auch bei der, ich weiß nicht, bei der Alzheimer-Bekämpfung oder ähnlichem, gibt es da auch solche Ansätze? Allerdings, eine ganze Menge sogar. Das fing damit an, dass man die Wiis, die kennen Sie ganz sicher noch, ne? Ja. Klassischen mit diesem Eingabegerät, was so aussieht wie eine Fernbedienung, haben sie in vielen Seniorenheimen aufgestellt, weil man damit bowlen kann. Also Bowling, Tennis und ich weiß nicht was, sie haben diese Sportspiele gemacht und haben festgestellt, dass die Menschen, die zum Beispiel eben nicht mehr das real physisch machen können, wenn sie im Rollstuhl sitzen oder andere Einschränkungen haben, dass die dann plötzlich wieder an diesem sozialen Leben teilnehmen konnten und genauso gut bowlen konnten wie jemand anderes, weil das eben ein virtuelles Bowlen war. Und da hat man dann erstmalig erkannt, was das für Potenzial eigentlich dahinter steckt. Entsprechend müssen wir auch, wenn wir in diesem Bereich entwickeln, uns sehr genau überlegen, was sind da die speziellen Anforderungen. Also gerade der Bereich Senior Health Game muss sehr genau das Thema Individualisierung, Personalisierung im Auge haben. Ne? Dass man zum einen hat man es vielleicht mit bestimmten Krankheiten zu tun, die man behandelt, aber man hat es aber eben auch mit noch vielen anderen Komponenten zu tun. Zugänglichkeit, was habe ich denn? Ich werde natürlich in der Regel jetzt keine Playstation zu Hause haben. Also das heißt, ich muss mir auch über solche Sachen Gedanken machen. Wie ist der Zugang? Wie erreiche ich? Was will ich überhaupt erreichen damit? Manchmal ist es schon hilfreich, wenn ich einfach nur wieder eine Zugänglichkeit herstelle, wie zum Beispiel, dass ich meinen Kindern regelmäßig telefonieren kann, weil, hatten wir jetzt auch gerade wieder die Situation, ich zum Teil vielleicht gar nicht raus darf aus dem Pflegeheim oder sowas, ne, weil ich Risikogruppe bin oder was auch immer. Und das heißt dann wirklich sozusagen in dem Bereich digitale Lösungen zu entwickeln, das muss ja auch gar nicht immer ein Spiel sein, aber digitale Lösungen zu entwickeln, die überhaupt nur die Erreichbarkeit und das soziale Miteinander wieder unterstützen und fördern. Das sind auch ganz wichtige Aspekte und tatsächlich machen wir gerade in diesem Bereich im Moment ganz besonders viel. Aber gleichzeitig muss ja auch, wie Sie gerade gesagt haben, ein Pfleger oder ein Arzt, der dieses Spiel einsetzt, selber auch in dem Spiel geschult sein, wie er es in den richtigen Situationen individuell einsetzt. Das heißt, wir haben ja schon relativ große Hürden für die flächendeckende Einsetzung solcher Spiele inzwischen geschaffen. Sind Sie trotzdem optimistisch, dass in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten Spiele oder Health Games zum
absolut, zu einem absoluten Standardprodukt in der Medizin oder in der Pflege werden? Also ich würde es mir natürlich sehr wünschen. Und wenn ich ehrlich bin, wir haben ja jetzt seit 2 Jahren auch ein Wahlpflichtfach, was wir gemeinsam interdisziplinär anbieten für Designer, Programmierer und natürlich Therapeuten im Bereich Ergotherapie, Physio und Logopädie. Mhm. Und wo ich beim ersten Durchlauf noch so ein bisschen gemerkt habe, dass Therapeutinnen und Therapeuten eher ein bisschen zurückhaltend sind, was das Thema Digitales angeht, habe ich in diesem Semester gemerkt, es hat sich komplett gewandelt. Und die Chancen, die darin gesehen werden, also gerade wenn man nicht weiß, wenn man nicht jeden Tag sozusagen seine Patienten erreichen kann und sagt, okay, dann kriege ich eine Unterstützung auf digitalem Wege, um insgesamt den Therapieerfolg zu verbessern, dann nehme ich das doch gerne auf und an. Und dann sehe ich das Potenzial und setze das auch um. Und das hat sich allein in so kurzer Zeit, hat sich die Einstellung dazu verändert. Und ja, ich glaube, das hat natürlich auch damit zu tun, das letzte Semester war eben geprägt davon, dass wir versuchen müssen, irgendwie digital miteinander in Kontakt zu bleiben, weil es andere Möglichkeiten nicht gibt. Und es ist in der Therapie noch, glaube ich, ein viel dramatischeres Problem gewesen, als jetzt nur in der Lehre. Und das hat das nochmal sehr deutlich gemacht. Wir können uns dem eigentlich gar nicht verschließen, wenn wir wirklich sehen, wir haben auch tatsächlich Fachkräftemangel und so weiter. Ich habe aber den Anspruch, es gibt auch die Notwendigkeit, dass ich meine Patienten ständig erreiche oder häufig erreiche, und dann nutze ich alle Mittel, die ich habe als vernünftiger Therapeut. Und Sie haben ja auch schon gesagt, es gibt ja neue Methoden wie Virtual Reality, Augmented Reality, 3D, was es alles gibt. Das ist ja aber noch weniger flächendeckend bisher verbreitet. Ich kann mir aber schon vorstellen, wie Sie es auch gerade gesagt haben, dass das nochmal einen echten Durchbruch bringt, weil es halt nicht dieses vor dem Bildschirm sitzen ist, sondern VR ist ja, oder auch AR, ist ja wirklich aktiv selber in dieser erweiterten oder fiktiven Welt unterwegs sein, was vielleicht die Hemmschwelle nochmal ein bisschen senkt. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung? Kommt das in den nächsten Jahren wirklich flächendeckend auf den Markt? Naja, in den vergangenen Jahren hat sich ja irrsinnig viel getan in dem Bereich. VR gibt es ja schon wirklich ewig, so ist das ja nicht. Aber es musste erstmal sozusagen eine Marktdurchdringung erreichen. Also erstens sind die Brillen, wenn sie gut sein sollen, tatsächlich auch heute noch immer noch relativ teuer, wobei es eben auch inzwischen viele günstige Modelle gibt. Wir hatten eine ganze Weile das Problem mit Motion Sickness. Haben wir eigentlich auch so gut wie nicht mehr. Aber noch nicht jeder hat eine VR-Brille zu Hause, das ist ganz klar. Nur im therapeutischen Bereich reden wir ja eher davon, dass die VR-Brille bei den Therapeuten ist und nicht unbedingt immer beim Patienten sein muss. Das heißt, ich komme in die Praxis und kann das dann dort machen. Kann ich dann selber entscheiden, okay, wenn ich das lieber zu Hause mache, dann kaufe ich mir vielleicht so eine Brille. Also ich glaube, dieser ganze Bereich Therapie, aber auch Ausbildung, Fortbildung, der ganze B2B-Bereich, also jeder, der sozusagen als Unternehmer vielleicht tätig ist, was weiß ich, ein Möbelhaus, der sagt, hier, du kannst mit der Brille kannst du sehen, wie dein Haus eingerichtet mit unseren Möbeln aussieht oder sowas. Oder auch in der Automobilindustrie, wo man kollaborativ international tatsächlich arbeiten kann an 3D-Modellen. Das ist alles mit VR-Brillen möglich. Und da geht es gar nicht unbedingt darum, hat jetzt wirklich jeder eine zu Hause. Und das, obwohl es inzwischen schon sehr viele Menschen gibt, die sich die einfach für sich zu Hause anschaffen. Und das geht immer einher mit den Inhalten. Gibt es denn überhaupt genug Inhalte, damit es sich lohnt, sich VR-Brille anzuschaffen? Und da sind wir wieder beim Entertainment-Markt. Es gibt jetzt in den letzten Jahren entstehen immer mehr und mehr unterhaltsame Computerspiele, für die es sich dann auch lohnt, sich mal eine VR-Brille anzuschaffen. Und auch wenn das natürlich immer noch ein bisschen was anderes ist, als vielleicht eine Konsole zu kaufen, ne, wo ich wirklich eine ganz, ganz große Auswahl habe von Spielen, die ich spielen kann, gibt es doch wirklich eine ganze Menge Menschen, die sagen, für mein persönliches Entertainment möchte ich auch gerne eine VR-Brille dazu haben. Unter den zu berücksichtigen Umständen. Ich brauche vielleicht ein bisschen Platz in der Wohnung, muss ich natürlich erstmal haben und so weiter. Aber ja, da passiert noch was. Und wie Sie gesagt haben, ist ja ein riesiges Anwendungsfeld. Also das Beispiel des Möbelhauses. Ich habe eine Zeit lang bei
einem von Europas größten Maklern gearbeitet. Und auch da gab es die ersten Tests, dass man virtuelle Rundgänge mit der VR-Brille durch Immobilien macht, weil das halt dann ersetzt, dass man, wenn ich jetzt ein Geschäftsmann in Paris bin, der nach Hamburg zieht, der dann nicht extra nach Hamburg fliegen muss, um sich das Haus einmal anzuschauen, sondern er kann es sich in Paris im Maklershop vor Ort bereits angucken und dann erst, wenn er wirklich meint, hey, das ist ein cooles Objekt, dann muss er erst den Flug auf sich nehmen, um sich das nochmal in Realität anzugucken. Also da kann es ja auch sein, dass von der Wirtschaft her dann der Impuls kommt, und sich das da erstmal ausbreitet, bevor es wirklich in den Haushalten einzeln passiert. Und wenn wir dann mal über das Thema Nachhaltigkeit nachdenken, ne, das ist nämlich tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. So wie wir jetzt gesehen haben, oh, guck mal, jetzt gehen ja plötzlich Meetings auch mal über, ne, ja, Zoom und so weiter. Wir müssen uns nicht mehr persönlich treffen. Das mag zwar auch herausfordernd sein, aber es hat eine ganze Menge Flüge gespart. Und das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten. Wie kann man das nicht tatsächlich in Zukunft auch ein bisschen besser machen? Muss ich von einer einstündigen Besprechung in Berlin wirklich hinfliegen? Oder geht das nicht tatsächlich auch online? Und das geht natürlich im VR-Bereich sogar noch viel besser, weil das immersiver ist. Es ist nicht auf dem platten Bildschirm starren, sondern ich kann mich in eine Welt umschauen. Es gibt auch wirklich einige Ansätze, die das schon machen, also kollaborative Arbeitsräume in VR. Und das, wenn wir das denken zwischen zum Beispiel Deutschland und China, wo die Flugzeit ja noch mal deutlich länger ist, dann bietet das eine ganze Menge Möglichkeiten. Und deswegen wird dieser Bereich, glaube ich, noch viel stärker wachsen, wenn wir uns noch mal ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass Nachhaltigkeit eben auch ein ganz wichtiges Thema ist. Aber gerade in dem Bereich, wenn Sie China und Deutschland sagen, ich war selbst mal ein Auslandssemester in China und die Herangehensweise ans Digitale ist eine ganz andere. Also die Chinesen an sich, wenn man das über eine Milliarde Menschen so sagen darf, sind viel offener für digitale Medien, für den Einsatz von digitalen Produkten als der Deutsche. Das ist auch mein Eindruck, ja. Ich war mehrfach in China, auch in Korea und Japan ist das natürlich auch so bekannt, die haben da tatsächlich einen ganz anderen Zugang. Ich habe, als ich in China war, wirklich auch keinen einzigen gesehen auf der Straße, der nicht mit dem Handy in der Hand rumgelaufen ist. Ne? Weil die ja alles darüber auch machen. Ne? Die zahlen damit, die haben ihr ganzes Leben quasi in ihrem Handy. Und die haben auch natürlich eine ganz andere Offenheit. Und deswegen, gerade, ne, weil wir ja über auch globale Märkte sprechen, und in China ist ja nun mal auch ein globaler Exportmarkt, der extrem wichtig ist, muss man eben nicht immer vielleicht, ne, hinfahren, um wirklich dort vor Ort zu sein, sondern kann viele Meetings oder so möglicherweise eben über diesen Weg gehen. Ich habe von einem Team gehört, das fand ich ganz cool, die hatten von Zoom irgendwann die Nase voll in ihrem Unternehmen, ne, jeden Tag treffen und haben dann in dem Spiel Red Dead Redemption sich verabredet und dort ein Lagerfeuer gemacht und machen dann ihre Team-Meetings in so einem Umfeld, weil sie einfach gemerkt haben, dass es viel entspannender ist, als immer nur, ne, den anderen sozusagen in real natura auf dem Bildschirm zu sehen, sondern lieber einen coolen Avatar nehmen, an einem virtuellen Lagerfeuer hocken und dann ist es sozusagen gleich mal eine andere Stimmung. Also da gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die wir sehr spannend finden werden in Zukunft. Ich bin absolut gespannt. Ich warte noch drauf, dass wir 4, 5 und 6D, also die anderen Sinne, auch noch befriedigen. Dann kann ich nämlich meinen Urlaub auf dem Balkon verbringen. Das wird dann auch schön nachhaltig. lassen Sie uns einmal ganz grundsätzlich zum Thema Game Design noch sprechen. Wie sieht denn der Erstellungsprozess eines Spiels aus? Jetzt mal ganz grob gefragt. Ganz grob, also sozusagen mal abgesehen davon, ob das sozusagen vom Publisher oder vom Entwicklerstudio kommt, fängt man eigentlich an mit, na, wie immer bei einer künstlerischen Sache, mit einer Idee, die man dann überprüft, ob sie wirklich eine gute Idee ist, indem man schaut, wie viel gibt es denn davon schon, oder ist es nur das tausendste, ich weiß nicht, Candy Crush Klon oder was muss, und macht dann daraus quasi ein Konzept, ein Entwurfskonzept. Wir nennen das Design-Dokument, Game-Design-Dokument. Das heißt, wir haben erstmal alles auf, was wir über das Spiel wissen, was es noch nicht gibt und wo wir hinwollen. Wir entwickeln USPs, also wirklich Alleinstellungsmerkmale, was sind die Core-Mechaniken und so weiter. Dann wird das Ganze kalkuliert und dann schaut man, wo man das Geld herkriegt.
Das machen wir jetzt natürlich in der Hochschule in der Art nicht. Wir kalkulieren es natürlich schon mal, aber in der Hochschule werden solche Entwicklungen dann im Studium natürlich gemacht und dann versucht man es eben umzusetzen in einem Semester oder eben auch in Projekten, die sogar über 3 Semester gehen. Und dazu gehören dann also das Konzept ist quasi sowas wie das Drehbuch. Und dann fängt man eben an, die einzelnen Gewerke auszuführen. Wir haben Concept Artists, die entwerfen erstmal Stile, Design Guides, Charaktere, Umgebung und so weiter. 2D-Artists, die dann entweder, wenn es ein 2D-Spiel ist, 2D-Assets erstellen oder 3D-Artists, die eine 3D-Umgebung erstellen. Das ist der ganze Art-Bereich. Dann haben wir es immer mit leisen Welten zu tun, also mit stillen Welten zu tun, anders als beim Film. Das heißt, man braucht natürlich Sound, denn die Welt entsteht ja komplett aus dem, wenn man so will, nichts. Ne? Aber ich filme ja nichts ab. Dann brauche ich natürlich eine Programmierung, also sprich Menschen, die in der Lage sind, mit einer Game Engine umzugehen und das Ganze interaktiv zu machen. Das ist so, sind so die Hauptgewerke, die man da hat. Und wenn man es alles richtig gemacht hat, dann schafft man das nach 1 oder 2 oder vielleicht manchmal auch erst 3 Jahren, ein fertiges Spiel zu haben, was man dann halt irgendwie vermarkten muss. Ja, der Entstellungsprozess ist ja, wenn ich mir das so anhöre, relativ analog auch zu dem, wie ein Film entsteht. Also ich habe, lass mich lügen, ich glaube, die vorletzte Folge war das, habe ich mit Jan-Willem de Witt gesprochen, der ist Filmkomponist, macht auch Foley, also auch diese Geräusche, die ja wahrscheinlich bei Computerspielen dann auch genutzt werden. Und auch da ist mir erstmal bewusst geworden, wie wichtig für einen Film Hintergrundmusik überhaupt ist, dass selbst diese eine kleine Aspekt des Films, ein Film total zerstören kann. Das ist ja bei Computerspielen, sag ich mal, noch komplexer, weil so ein Film ist 90 Minuten, 120, wenn es hochkommt, den führe ich ein paar Leuten vor und dann können die mir direkt danach Daumen hoch, Daumen runter sagen. Wie werden Computerspiele getestet, bevor sie an den Markt kommen? Also zum einen werden sie während der gesamten Entwicklung natürlich immer getestet auf technische Fehler. Klar. Aber wir sprechen dann auch von Fokusgruppentests. Das handhaben Entwickler und Unternehmen oder Publisher ganz unterschiedlich. Manche fangen relativ früh an, also da, wo noch fast gar nichts ist. Manche fangen erst relativ spät an, also auch mit Absicht, weil sie sagen, ja, wir haben unsere Vision, die haben wir jetzt auch umgesetzt und jetzt wollen wir schauen, ob es auch funktioniert. Und da gibt es so unterschiedliche Konzepte, zum Beispiel Early Access oder Alpha-Phasen, Beta-Phasen. Ich bringe also relativ früh, ne, das Spiel mit den potenziellen Spielerinnen zusammen und die geben mir dann Feedback. Ne. Wir sprechen von Alpha-Tests, das ist wirklich noch relativ früh, Beta-Tests, also Closed oder Open-Beta, wo im Prinzip der größte Teil schon fertig ist, aber vielleicht noch nicht Feature-Complete, also da kommen vielleicht noch ein paar Features dazu oder noch ein paar Levels dazu, aber man kann schon mal schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und ja, das ist ein absolut eine wichtige Phase. Denn es geht nicht nur um technische Bugs, also dass mal eben technische Fehler drin ist, Programmierfehler drin ist, wobei natürlich auch, ne, also Programmiererinnen finden tatsächlich nicht immer ihre eigenen Bugs, weil sie ja wissen, wie sie es machen müssen. Spielerinnen, die sich vielleicht auch mal eben anders anstellen, als man sollte, die finden dann eben Bugs und das ist auch wichtig, aber viel wichtiger ist natürlich, haben wir das mit der Zielgruppe auch richtig eingeschätzt? Macht das Spiel den Leuten noch wirklich Spaß oder was auch immer? Ne? Klar, das ist ganz wichtig. Ansonsten habe ich natürlich nachher am Markt nicht echtes Problem. Ich finde den Bereich Bugs eigentlich so spannend, weil Sie haben selber gesagt, es ist ein interaktives Medium. Das heißt, bei einem Film kann ich selber mir den gesamten Film angucken und sehen, ob irgendwo ein Fehler ist und dann kann ich den beheben. Bei einem interaktiven Spiel, wo ja der Spieler selber mit die Geschichte schreibt, gibt es ja 1 Million und viel mehr. Es gibt ja unzählige mögliche Wege, wie das Spiel laufen kann. Das heißt, es ist ja unmöglich, alle Optionen vorher einmal durchzuspielen. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich extrem schwierig, ein Spiel rauszubringen, was wirklich gar keine Bugs hat, weil man einfach nicht jede einzelne Situation vorher durchspielen konnte, oder? Kommt natürlich auf die Komplexität an. Ne? Es gibt im Prinzip, man hat einmal das Gameplay und wenn ich jetzt beispielsweise in einem Level merke, das Gameplay funktioniert perfekt und da ist auch nichts mehr, da ist auch kein Fehler mehr drin, mal ein anderes Level benutze und dieselben Mechaniken und so weiter, dann
dann ist es natürlich noch eine gewisse Fehleranfälligkeit da, aber die ist ja sichtbar. Also wenn dann jetzt sozusagen da ein Fehler passiert, der im ersten Level nicht passiert ist, dann liegt es entweder daran, dass ich ein neues Gameplay-Element hinzugefügt habe, oder dass ich beim Transport dahin was falsch gemacht habe. Und das ist dann relativ leicht sichtbar. Und es gibt gute, also wird alles hervorragend dokumentiert, dann findet man das auch. Aber das ist natürlich schon richtig, also je größer die Welten werden, weiß ich nicht, Open World werden oder sowas, desto fehleranfälliger sind sie in der Theorie natürlich auch. Aber die Prozesse sind eigentlich so professionell, dass es also nicht passiert wird, dass ein Spiel heute noch 28 Mal in einer Stunde abstürzt. Das passiert eigentlich nicht mehr. Sie haben selber jetzt gesagt, es gibt Spiele, die komplexer sind, Spiele, die weniger komplex sind. Ich bin ja immer fasziniert, so Spiele wie, ich sag mal, Angry Birds oder Candy Crush oder Farmville, relativ simple Spiele, die ja einen gigantischen Erfolg haben. Und dagegen gibt es andere Spiele, die unfassbar sophisticated sind, in die extrem großer Entwicklungsaufwand geflossen ist, die aber am Markt floppen. Gibt es ein Erfolgsrezept für erfolgreiche Spiele? Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, da liegt der Fehler bei denen, die es nicht schaffen, und da liegt das Richtige bei denen, die es geschafft haben? Also wenn ich das könnte, dann wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr reich. Also es gibt natürlich gewisse Erfolgsfaktoren, das ist gar keine Frage, aber das sind eher weiche Faktoren. Also die Qualität muss stimmen, also rein die technische, die ästhetische Qualität, der Storytelling, es muss irgendwie schon mal alles in Ordnung sein. Dann muss es eine vernünftige Kalkulation sein. Das heißt, wenn ich mehr Geld in den Aufwand stecke, als ich an Einheiten in diesem Segment überhaupt verkaufen kann, dann habe ich einen kaufmännischen Fehler gemacht. Dann kommt es sehr stark auf das Marketing an, auf die Zielplattform natürlich. Ne? Wenn ich mir die falsche Zielplattform ausgesucht habe, wo ich die Menschen gar nicht erreiche, dann ist das blöd. Aber es kommt eben ganz stark auch darauf an, wie gut funktioniert das Marketing letzten Endes. Es gibt ja auch tausend verschiedene Möglichkeiten, von Guerilla-Marketing über riesengroße Kampagnen und was auch immer. Und dann kann ich zumindest, sagen wir mal, die Risikofaktoren, die kann ich eingrenzen. Das ist gar keine Frage. Aber ich kann sie nicht, aber ich kann nicht 100% voraussagen, was ein Erfolg sein wird. Also man kann das, glaube ich, ganz gut sehen, jetzt hier gerade an dem Spiel The Last of Us 2, was rausgekommen ist. Natürlich der Hype schlechthin, weil der erste Teil so grandios angenommen worden ist. Und das Spiel hat sich auch hervorragend verkauft, hat aber eine ganze Menge schlechte Kritiken bekommen, wobei ich nicht tatsächlich nicht nachvollziehen kann, muss ich gestehen, die teilweise inhaltlich begründet waren, teilweise storymäßig begründet waren, teilweise vielleicht damit zusammenhängen, dass der Hype so hoch war. Und manche dann sich vielleicht mehr erwartet haben, was auch immer. Also es gibt ja immer eine Geschmacksfrage, also ich finde es großartig, andere finden es doof, aber das ist ja, ne, bleibt ja jedem selber überlassen. Aber es hat sich trotz der Kritik, die es schon am Anfang gab, als es rausgekommen ist, hat es sich trotzdem absolut großartig verkauft. Und es gibt genau solche Fälle, bei denen es exakt umgekehrt ist. Also das ist, ne, Marketingmaßnahmen vorherzusagen, das ist immer ein bisschen schwierig. Bei allen anderen kann man Qualitätskriterien einfach tatsächlich an die Qualität selber, ne, von allen technischen Aspekten her anlegen. Und wenn das erstmal gewährleistet ist, dann ist man schon relativ weit oben, aber eine Garantie ist das nie. Ich bin ja immer fasziniert von, nehmen wir mal als Beispiel die Mario-Welt oder Mario und Sonic, die ja eine der, also sehr, sehr früh schon entwickelt wurden im Spielebereich und sich aber immer wieder es geschafft haben, sich neu zu erfinden, auch auf neue Spieleplattformen sich zu entwickeln. Selbiges bei, ich sag mal, Spielen wie FIFA oder so, die, also ich persönlich zwischen FIFA 20 und FIFA 19, die Unterschiede halten sich in Grenzen, trotzdem verkauft es sich jedes Jahr wie wahnsinnig. Auch da wieder, es gibt ja auch, wie Sie gesagt haben, Spiele, die es eben nicht schaffen, in der nächsten Generation auch wieder zu begeistern. Und gleichzeitig gibt es Spiele, die wurden vor 20 Jahren erfunden und die spielen die Leute immer noch genauso gerne. Nimmt der Trend da hinzu, dass es eine gewisse Konsolidierung gibt, dass immer mehr Serien quasi gespielt werden, oder schaffen es immer mehr One-Hit-Wonder auf den Markt? Also One-Hit-Wonder ist natürlich insofern ein bisschen problematisch, weil man ja unglaublich viel Know-how
und natürlich auch schon Assets erstellt hat, die man natürlich gerne nochmal benutzen möchte. Man möchte ja nicht nur ein Spiel machen und dann sagen, okay, jetzt habe ich toll verkauft, super, und jetzt, was mache ich jetzt? Dann würde ich natürlich versuchen, wenn es Erfolg war, darauf aufzusetzen, weil erstens hat das Team schon Erfahrung damit. Ich habe möglicherweise auch schon die Charaktere, die ich brauche und so weiter, die ich wiederverwenden kann, weiterverwenden kann. Warum sollte ich dann ein komplett anderes Spiel machen? Es ist ja nicht unbedingt naheliegend. Wenn es etwas ist, was sich weitererzählen lässt, so wie Uncharted zum Beispiel, Uncharted auch natürlich, aber so wie es The Last of Us, ist eine Geschichte, die sich weitererzählen lassen kann, weil sie nicht beendet worden ist. Und entsprechend ist es absolut nachvollziehbar und es ist auch relativ nachvollziehbar, dass man nicht immer versucht, das Sequel, das nächste, was kommt, super, super innovativ zu machen. Denn super, super innovativ hat immer auch das Risiko, dass es den Leuten, die in der ersten Teil gefallen hat, nicht mehr gefällt. Und erst recht bei Reboots, also wenn ich jetzt etwas nehme, was vor 20 Jahren erfolgreich war und das wieder neu aufbaue, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen, weil die Erinnerung daran, wie es sich damals angefühlt hat, als es noch so viel weniger Spiele gab und, ne, und dann vielleicht auch so ein bisschen Nostalgie mitschwingt, wie soll ich das sozusagen in die heutige Zeit transportieren? Das ist überhaupt nicht so leicht. Und das heißt, klar, diese Serien wird es logischerweise immer geben, weil es etabliert ist, weil man natürlich auch die Marke aufbauen und stärken will. Das hat was mit Markenidentität auch zu tun. Ne? Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein bisschen Risikominimierung. Und was Neues aufzubauen, wirklich was Innovatives zu machen, das machen eigentlich eher tatsächlich die kleineren Studios, die Indie-Studios, die viel kleinere Teams haben, natürlich auch kleinere Budgets, aber die auch viel mehr ausprobieren können, weil das Risiko eben da nicht so groß ist, als in einem Unternehmen, die da mit ein paar hundert oder vielleicht 1.000 Mitarbeitern an einem Spiel sitzen. Da ist es tatsächlich notwendig, das Risiko relativ gering zu halten, das heißt Änderungen im Gameplay oder sowas nur sehr gemäßigt umzusetzen. Aber auch das passiert tatsächlich, ne? Wenn man sich die Assassin's Creed-Reihe anguckt, die hat sich auch über die Jahre durchaus verändert, also auch vom Gameplay zum Beispiel. Und da muss man einfach schauen, was ist der Markenkern, also das ist, was die Leute an dem Spiel mögen, ne? Was verbindet sie mit Assassin's Creed, das möchte man erhalten, aber wo kann man vielleicht was ändern, verbessern, erweitern? Und wenn man das klug macht, dann kann man also ein Brand über sehr viele Jahre fortsetzen. Und das auch, im Prinzip ist das ja auch ein Gewinn, ne, für Spielerinnen und Spieler, die sagen, okay, ich weiß schon, wie das Gameplay funktioniert, das ist super, aber ich erlebe jetzt, ne, in einer bekannten, sagen wir mal, Gameplay-Umgebung jetzt eine neue Welt oder eine neue Story oder eine bekannte Welt mit vielleicht neuen Möglichkeiten. Ein Gameplay oder sowas. Und das muss man sehr genau evaluieren. Was ist der Markenkern? Und dann kann man diese Fortsetzung auch sehr erfolgreich machen. Wie kann man denn Spiele allgemein kategorisieren? Also wenn ich jetzt an ein Buch denke, dann gibt es unterschiedliche Erzählformen. Es gibt den allwissenden Erzähler, es gibt die Ich-Perspektive etc. Gibt es da so eine allgemein anerkannte Klassifizierung von Spielen? Also ich denke da beispielsweise an meine heißgeliebten rundenbasierten Strategiespiele, wie die alte Total War-Reihe, wo ich zum Beispiel das Gefühl habe, die gibt es heutzutage deutlich weniger als früher, weil halt nicht mehr so viel am Computer mit Maus und Tastatur gespielt wird, sondern mehr interaktiv, also interaktiv ist jetzt falsch, der Begriff wahrscheinlich, aber mehr Bewegungsspiele, Wii und irgendwie an irgendwelchen Konsolen etc., wo halt rundenbasierte Spiele jetzt nicht so viel Spaß machen. Die Frage war, ist. Die Frage ist, wie wird es klassifiziert? Also, welche Arten des Storytelling gibt es? Also, wir haben von Erzählperspektiven eben gesprochen. Wir reden von Erzähl- und visuellen Perspektiven. Das heißt, ich sage nicht nur, wo ist sozusagen, wer erzählt die Geschichte, sondern auch, wie ist die Spielerin der Spieler eingebunden in die Geschichte. Also Ego-Perspektive beispielsweise funktioniert beim Film nur sehr bedingt, funktioniert super im Computerspiel, aber wann brauche ich diese Ego-Perspektive? Ne? Oder bleibe ich stur in dieser Ego-Perspektive? Und wenn ja, ne, also wenn ich jetzt einen Ego-Shooter spiele, erwarte ich nicht, dass ich plötzlich in so eine ISO-Perspektive gezogen werde, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das heißt, diese ganzen Zielstrukturen, die wir auch aus den Klassikern kennen, die können wir ein Stück weit auch übertragen im Computerspielbereich, ganz klar. Mit allen Vor- und Nachteilen der jeweiligen Erzählperspektiven, die wir haben. In Bezug auf Genres ist es nochmal was ganz anderes. Genre-Theorie ist in jedem
Medium immer so ein bisschen schwierig, weil es keine wirkliche wissenschaftliche Kategorisierung gibt. Also das Genre First-Person-Shooter versus Sportspiele kann man nicht richtig voneinander abgrenzen. Also Sportspiele können alles Mögliche sein, Spiele, die sich mit dem Thema Sport beschäftigen. Es können Mannschaftsspiele sein, aus Vogelperspektive gespielt, aus Ego-Perspektive oder was auch immer. Bezeichnet also nur sozusagen das Thema. Alle haben irgendwas mit Sport zu tun. Wenn ich aber sage First-Person-Shooter, dann sage ich, okay, ich habe damit bezeichnet die Kameraperspektive, nämlich Ego-Perspektive. Es ist halt ein Shooter. So, dann habe ich auch das Gameplay beschrieben. Und das ist das, was die Genre-Theorie so ein bisschen schwierig macht. Trotzdem haben wir natürlich im Genre-Schubladen die gewisse Erwartungshaltungen haben. Das heißt, Spielerinnen wissen, wenn da draufsteht, das ist ein Action-Adventure, dann können sie das einordnen und wissen ungefähr, was sie zu erwarten haben. Oder ich mache einen Fußballmanager, dann weiß ich auch, was ich erwarte. Und dafür dienen diese Genre-Kategorien eigentlich. Und dann kann man tatsächlich auch beobachten, dass manche Spiele, Spielprinzipien von mir aus oder Genres, sich tatsächlich eher zurückentwickelt haben, andere sich viel stärker weiterentwickelt haben. Ja, und auch es gibt natürlich unterschiedliche Trends. Das ist eigentlich in jedem Unterhaltungsmedium der Fall. Ne? Eine Zeit lang gab es Zombie-Filme rauf und runter. Und das ist jetzt alles wieder so ein bisschen abgeebbt. Ne? Dann hatten wir mal Vampire oder was auch immer. Klar, da gibt es solche Trends. Und das gilt natürlich genauso auch für den Computerspielbereich und insbesondere für den Bereich, also nicht nur des Storytellings, also was für eine Geschichte wird erzählt, sondern auch welche Sorten Gameplay werden nachgefragt. Also rundenbasierte Strategiespiele hat es schon immer gegeben, aber man merkt, okay, der Markt ist jetzt gesättigt dafür, dann wird da eben nicht mehr so viel investiert. Hingegen dieser ganze Bereich Survival Games, der ist in den letzten 4-5 Jahren also dermaßen gewachsen. Da muss ich einmal zwischenfragen. Survival Games, was genau sind Survival Games? Also im Prinzip sind das so quasi Open-World-Spiele. Meistens ist man auf einer Insel ganz allein und ist irgendwie gestrandet oder was auch immer und muss jetzt irgendwie überleben. Sich irgendwie was, Sachen suchen, ein Haus bauen, entweder von irgendwelchen Tieren angegriffen oder was auch immer, oder verhungert oder verdurstet, muss dagegen was machen. Und da gibt es ganz zahlreiche, also mal mit Kampfsystem, also auch mal durchaus ohne, sodass ich eigentlich nur bauen kann. Aber das passiert dann meistens in so prozedural generierten Welten. Das heißt, also jede Welt quasi, die ich neu anfange, ist auch tatsächlich neu. Und das macht natürlich einen großen Reiz aus. Das ist so dieses, ich kann eigentlich alles tun, wie so ein Sandkasten. Ich kann eigentlich nahezu alles tun, ich kann mir was aufbauen und so weiter. Ich kann mir aussuchen, ob ich das eher so im ruhigen Ding mache oder wie bei Raft zum Beispiel, da bin ich auf dem Floß, kann dieses Floß ausbauen und kann angeln und kann kochen und ich weiß nicht was alles, aber da schwimmt immer ein Hai um mich drum rum und darf ich mich nicht erwischen lassen. Also ne, das im Prinzip ohne ein bestimmtes Spielziel zu haben, eher aufbauen, größer werden und irgendwie sehen, dass ich dabei nicht draufgehe. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an das gute alte Anno, wo man ja am Computer auch mit einer leeren Insel angefangen hat und dann sich da seine Stadt drauf gebaut hat. Und auch da gab es ja eigentlich in dem Sinne kein Spielziel, weil es war nie irgendwie so, du hast das Spiel jetzt gewonnen, du bist fertig, sondern man konnte immer weitermachen, weil es auch immer irgendwelche neuen Probleme gab, die aufkamen. Ja, also im Prinzip ist das auch eine große Überschneidung mit Aufbauspielen. Mit dem Unterschied, dass ich eben nicht, weiß ich nicht, so ein Landesfürst oder was auch immer bin und Häuser baue oder sonst irgendwas, sondern ich bin sozusagen immer die einzelne Person, die sich selber ein Haus baut zum Beispiel und das auch größer wird und so. Aber ich habe, also im Prinzip ist es so, wie wenn ich bei Anno eine dieser Figuren sein würde. Wird denn immer mehr gespielt am Computer? Also die Zahlen sagen ja. Also die Umsatzzahlen. Ob die Leute die Spiele nur kaufen und sie dann in der Bibliothek stehen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es gibt tatsächlich doch jemanden, der, müsste ich jetzt mal gucken, ob ich das auf Anhieb finde, der forscht im Bereich Green Gaming. Und das heißt, der analysiert die Zahlen
die entstehen beim Spielen, also Stromverbrauch, CO2 und so weiter, sowohl bei Offline-Games, also wenn ich jetzt auf der Konsole spiele, als auch bei gestreamten Spielen. Und der kann das mal relativ genau beschreiben. Das ist einer, der in den USA darüber forscht. Und diesen Zahlen nach, der benutzt sie natürlich dafür, um auszuwerten, ne, wie kann man den Stromverbrauch beim Spielen von Computerspielen verbessern, also runterfahren und eben auch den CO2-Verbrauch. Und die Zahlen zeigen aber tatsächlich, dass Menschen mehr spielen. Übrigens jetzt auch gerade tatsächlich in den vergangenen Monaten naheliegenderweise, ne, dass sich die Menschen eben nicht nur mehr Netflix, sondern eben auch mehr Computerspiele reingezogen haben. Ich glaube, Netflix ist ja zwischendurch sogar in seiner Streaming-Rate ein bisschen runtergegangen. Ne? Ja. Also das ist nachvollziehbar. Das kann man jetzt, glaube ich, aber auch jetzt die letzten Monate, kann man jetzt, glaube ich, jetzt nicht als weltweiten Trend nehmen, der immer so weitergehen wird. Aber man sieht schon, also dass immer mehr Menschen tatsächlich auch spielen, das ist nachvollziehbar. Ja, also die letzten Monate kann man natürlich definitiv jetzt nicht einfach übertragen, extrapolieren in die Zukunft, aber die Frage ist ja, wie viel bleibt hängen aus dieser Zeit? Wie viel wird wirklich sich dadurch verändern? Weil wir haben es ja gerade gesagt, es ist in der Lehre, gerade in der Schule, noch deutlicher geworden, dass einfach Digitalisierung wichtig ist, neue Wege gegangen werden müssen. Das heißt, es ist natürlich schon spannend, welche Effekte werden in 5 oder in 10 Jahren wirklich noch sich durchgesetzt haben, die jetzt gerade an die Oberfläche getreten sind, einfach weil sie mehr Aufmerksamkeit generieren konnten. Lassen Sie mich einmal ganz kurz fragen, grundsätzlich zu dem, was Sie an der Uni mit Ihren Studenten machen. Ich habe die wundervolle Seite von Ihnen gefunden, intermediadesign.de/projektepage. Das ist ja eine extrem große Vielfalt an Projekten, die da umgesetzt wurden oder umgesetzt werden. Was sind so aktuelle Projekte, an denen Sie selber gerade arbeiten? Also wir haben ganz aktuell, also ich gehe sozusagen mal in dieses Semester zurück. Angefangen haben wir damit, eine Plattform zu schaffen, die hat tatsächlich noch nicht mal was mit Spielen zu tun, für Kulturschaffende, Herzschlag Trier, haben wir dann mit vielen Partnern umgesetzt, weil es darum ging, Gaststätten haben zugemacht, Kulturbetriebe haben zugemacht, Künstler konnten nicht mehr und so weiter. Im Prinzip so eine Plattform spenden und Gutscheine verkauft, haben viele andere, die das auch gemacht haben, das zusammengenommen und haben im Prinzip da so eine Plattform geschaffen. Weil uns das natürlich, also im Prinzip, ne, unseren ganzen Bereich betrifft das auch. Vielleicht betrifft es die Spieleentwickler nicht so sehr wie andere Kulturschaffende, aber natürlich auch in dem Bereich hat man das ja deutlich gemerkt. Dann haben wir ein Spiel dazu gemacht. Wir haben jetzt im Moment gerade sind wir in der Vorbereitung von dem dritten Health Game Jam, also das, was wir jetzt in 2 Jahren schon erfolgreich gemacht haben, nämlich ein Game Jam, wo es nur um das Thema Entwicklung von therapeutischen Spielen geht. Also wo man innerhalb von 2 Tagen und 2 Nächten quasi ein Prototyp in diesem Bereich entwickelt. Das haben wir jetzt vorbereitet. Das ist anders als bei diesen normalen Game Jams, wo man dann sagt, okay, Thema ist so und so und jetzt sucht euch mal ein Team und guckt mal, was ihr umsetzen könnt. Weil wir hier natürlich eine viel größere Herausforderung haben, dass das Thema der Therapie eben auch vorab schon wissenschaftlich evaluiert ist und dass wir auch eine wissenschaftliche Begleitung haben, also eine therapeutisch-wissenschaftliche Begleitung haben, auch während des Jams. Haben wir das jetzt doch relativ lange vorbereitet. Der findet nächste Woche dann statt und dieses Mal auch mit einer ganzen Menge Partner tatsächlich. Wir machen den jetzt überregional mit dem Saarland zusammen und das ist das, was wir im Moment gerade machen. Wir haben viele Projekte im Bereich, also wenn Sie Intermedia Design sagen, wir haben ja noch außer Games auch noch andere Bereiche, Film, App-Entwicklung, Medienräume, Hypermedia und also alles im Prinzip, was sozusagen um das Erstellen von digitalen, künstlerisch-designerischen Projekten angeht. Und das ist sehr, sehr vielfältig, ne, wenn Sie es auf der Seite gesehen haben. Und dann gibt es jetzt auch gerade im Filmbereich beim Kollegen, die machen jetzt auch gerade, ne, wo man sich ja nicht treffen durfte zum Filmen, dann eben andere Art von Filmen, weiß ich nicht,
Bilder einfach, weiß ich nicht, mit dem Filmen im Handy aufgenommen, ne? Oder was auch immer. Allerdings mit einem künstlerischen Background. Also solche Geschichten sind jetzt sozusagen in der jüngsten Vergangenheit passiert. Ansonsten haben wir in dem Verein, den wir gegründet haben, Games Ahead, hier vor Ort eine ganze Menge Aktivitäten in den letzten 2 Jahren gemacht, wo es um das Thema Ausgründung geht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, tatsächlich seit vielen Jahren. Ich bin hierher gekommen und festgestellt, wow, größter Ausbildungsstandort in Deutschland, über 1000 Studierende, und wo sind die Entwicklerstudios? Keine. Ja, dann gab es ein Entwicklerstudio, das war dann auch tatsächlich erfolgreich mit seinem ersten Spiel, ein großer Anerkennungserfolg, und sie haben dann das Glück gehabt, sozusagen mit einem Publisher zusammen eine Firma aufzubauen, was sie dann auch gemacht haben, und dann sind die natürlich gegangen, was ich persönlich natürlich bedauere, aber es ist toll, weil sie eben jetzt erfolgreich sind. Aber es gibt eben viele, die wollen gerne hier vor Ort gründen, weil sie natürlich dieses Netzwerk auch beibehalten möchten. Es ist ja toll sozusagen, dass die Studentenschaft, die sind ja alle immer vor Ort und arbeiten zusammen, profitieren voneinander, können die Hochschule auch noch mitnutzen mit den ganzen Einrichtungen, Motion Capture im VR-Labor und so weiter. Und dann haben wir jetzt einen Hub gegründet, also einen Ort, an dem sozusagen die Gründerteams, derer 7 tatsächlich in diesem Jahr, 7 Teams sind daraus entstanden, die jetzt eigene Projekte umsetzen, in einem eigenen Raum in der Nähe der Hochschule sitzen und dort jetzt quasi sich entweder schon selbstständig gemacht haben, als Firma gegründet haben und dort ihre eigenen Projekte umsetzen. Und das ist sozusagen jetzt unser jüngster, ich sage jetzt mal, Erfolg, nämlich dass wir tatsächlich einen Raum gefunden haben und auch Unterstützung gefunden haben, auch durch die Kooperation mit der Hochschule und Unterstützung gefunden haben, damit die sich auch über das Thema Mentorship und so weiter dann auch wirklich etablieren können. Ja, diesen Bereich Gründungsunterstützung finde ich einen ganz tollen Ansatz, weil ich habe BWL studiert, ebenfalls. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass der Fokus nicht darauf, also selbst im so schön benannten Schwerpunktbereich Unternehmensführung, wurde man nicht darauf vorbereitet, selber irgendetwas zu gründen, sein eigener Chef zu sein, sondern man wurde zum Angestellten ausgebildet, was ja auch ein legitimer Aspekt ist, aber ich finde es wichtig, dass auch dann Studierenden dieses Gründergehen mitgegeben wird und ihnen zumindest mal gezeigt wird, wie es gehen könnte, wenn sie denn Interesse daran haben. Wird Ihnen das... Studien natürlich so, wir haben sehr viele Teamprojekte während des Studiums und da finden sich dann häufig interdisziplinäre Teams zusammen aus Designern und Programmierern zum Beispiel. Die sagen, jetzt haben wir da was Tolles gemacht, zum Beispiel im Game Jam oder was auch immer. Mensch, komm, wir probieren das nochmal, vielleicht klappt das nächste Projekt auch. Und dann die 2, 3 Projekte zusammen gemacht, die sind alle prima und dann hat man seinen Bachelor und was macht man dann damit? Und nicht alle wollen tatsächlich gründen, natürlich nicht. Die allermeisten, die wollen erstmal eine Berufserfahrung sammeln und so weiter. Aber es gibt eben welche, die sagen, ey, ich habe das in mir, ich würde das gerne. Ich sehe das Potenzial und das, was wir haben. Ich habe 5 Preise gewonnen oder sowas. Ich habe einen Studierenden, der hat mit einem augengesteuerten Kreativprogramm für körperlich Beeinträchtigte, hat er jetzt, ich weiß nicht, schon 6, 7 teilweise internationale Preise gewonnen. Hat Exist Unterstützung bekommen und der... Klar, das ist so naheliegend, dass so ein tolles Projekt weiterentwickelt werden muss. Und das geht eben nur über die Selbstständigkeit. Und andere sagen, ach nein, also das habe ich jetzt mal ausprobiert. Ich habe jetzt ein paar tolle Spiele, aber ich gehe jetzt erstmal ein paar Jahre als Angestellter arbeiten. Und es ist beides okay, klar. Aber wenn man gründen will, dann sollte man diese Unterstützung eben auch bekommen. Und das können Hochschulen auch durchaus leisten, ein Stück weit. Aber eher so im allgemeinen Karrierenbereich, also im Karriereberatungsbereich und Gründerberatung, klar. Aber nicht für jeden einzelnen Studiengang. Und in der Games-Branche zu gründen, ist noch was ganz anderes, als in, keine Ahnung, eine Tischlerei aufzumachen. Das sind komplett unterschiedliche Herausforderungen, die einem dann begegnen. Und entsprechend versuche ich mit vielen Unterstützern, unter anderem eben dem Verein, die Unterstützung zu bekommen von Mentorship und ein bisschen zu finanzieller Unterstützung und so weiter, die dann auch tatsächlich für diesen Bereich brauchen. Wird Ihnen denn für das Studium an sich, werden Ihnen da die Türen eingerannt? Also gibt es unfassbar viele junge Menschen, die gerne Game Design studieren möchten oder ist es manchmal schwierig, das Semester voll zu bekommen? Nee, also wir haben tatsächlich keine Probleme mit Bewerbern.
Wir haben aber auch nicht nur Bewerber, die sich für das Thema Game Design interessieren. Und ich finde das auch gut tatsächlich. Ich habe mich für Intermedia Design entschieden, weil ich diesen Ansatz gut finde, zu sagen, wir schauen uns an, was überhaupt in den digitalen Medien für Herausforderungen stehen bei der Gestaltung, bei der Umsetzung. Und das können so viele Bereiche sein. Das kann Sounddesign sein, das kann Lichtdesign sein oder Wearables oder App-Entwicklung oder Kunst mit VR oder was auch immer. Und wir suchen eigentlich nach jungen Menschen, die sich kreativ, experimentell, auch künstlerisch und gerne auch kritisch auseinandersetzen mit Hilfe von digitalen Medien. Und wir suchen nicht Game Design Studierende. Natürlich haben wir eine ganze Menge Menschen, die sich für das Thema Game Design interessieren. Wenn Sie aber ausschließlich in den Game Design Bereich gehen wollen, dann fragen Sie erstmal sozusagen in der Regel bei den Studiengängen an, die nichts anderes anbieten als das. Ich komme ja selber daher, ich habe selber jahrelang Game Design, wirklich im Game Design Studiengang unterrichtet. Was ich völlig in Ordnung finde, was ich völlig, ist ein sehr, sehr cooler Studiengang. Was ich aber tatsächlich bei uns spannender finde, ist so dieses intermediale, transmediale Ansatz zu sagen, ich verstehe mich in erster Linie erstmal als Designer oder als Künstler. Und dann schaue ich sozusagen mit dem, was ich aus diesen Bereichen bekomme, was ich daraus mache. Weil dann ist es sozusagen der Weg nicht ganz so eng. Wenn ich Game Designer bin, dann kann ich in die Games-Branche gehen oder ich kann vielleicht noch als UX-Designer in die Automobilindustrie gehen. Ich bin dann, also bis auf so Dinge, also ich meine, Game Designer können unglaublich viele. Ne? Die können im Lernbereich, weil sie Tutorials schreiben, kennen sie sich auch mit Lernszenarien aus und so weiter. Die können natürlich Interface Design, User Experience Design, das ist alles, oder viele können auch skripten oder programmieren. Das ist schon mal eine ganze Palette. Ich sag mal so, es ist natürlich noch spannender, wenn man sozusagen die Welt noch offener vor sich sieht und sagt, ich kann mir auch vorstellen, was immer in 5 Jahren ist und wie sich der ganze Bereich verändert, kann das sein, dass ich etwas ganz anderes mache, was völlig Verrücktes oder so. Und das ist so unser Ansatz, dass wir sagen, wir gucken erstmal, was geht überhaupt, was vielleicht heute noch gar nicht technisch möglich ist, aber was können wir denn erstmal denken? Und nur aus meiner Sicht entstehen so Innovationen, dass wir nicht sagen, wir haben die Technologie und gucken, was wir damit machen, ja, das auch, sondern, okay, wir würden gerne etwas machen, das kann man gar nicht machen bis jetzt, weil es die Technologie dafür noch nicht gibt, ist egal, wir denken es trotzdem und wir machen mal was draus. Und das finde ich echt so total toll bei uns. Definitiv, also für mich Intermedia-Design klingt dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, so ein bisschen wie BWL für Kreative, die mit digitalen Medien arbeiten wollen, weil man halt in alle Bereiche Marketing, Unternehmensführung, Controlling mal reingucken kann. Und am Ende sagt man dann, hey, das war der Bereich, der mich jetzt am meisten interessiert hat. Da fokussiere ich mich drauf und in dem Bereich möchte ich dann auch arbeiten, kann aber später auch wieder in einen anderen Bereich wechseln, weil ich da zumindest Grundfähigkeiten erworben habe. Und wenn man sich das jetzt so betrachtet, wir haben selber jetzt schon gesagt, der Bereich Games ist immer noch am Wachsen, der wird in vielen Bereichen noch relevanter, es wird neue Arten der Games geben, VR, AR, das heißt, es ist ja auch ein sehr zukunftsträchtiges Studium, wahrscheinlich was im Gegensatz zu anderen Bereichen auch in 20, 30 Jahren noch als Beruf weit verbreitet sein wird oder viel verbreiteter als jetzt wahrscheinlich. Ja, davon bin ich eigentlich überzeugt, dass man mit diesem Zugang, der eben sehr, sehr offen ist, aber immer so als Designer und Künstler gedacht, auch auf das schaut, wie sich die Welt verändert und wie sich die Herausforderungen ändern. Ne? Also wenn man das gesehen hat, dann jetzt in den vergangenen Monaten, wie wichtig ist es sozusagen offen und open-minded zu bleiben. Also zumindest in unserem Bereich. Ne? Das muss nicht für alle anderen Bereiche gelten, aber für unseren Bereich gilt das. Wie sind denn die Aufnahmekriterien für das Studium? Weil bei uns ist es ja relativ einfach, bei BWL ist es der Numerus Clausus und wer besser ist, kommt rein. Das war so bei uns. Wir haben einen künstlerischen Eignungstest. Und man bewirbt sich in der Regel mit einer Mappe. Das muss keine physische Mappe sein, sondern das kann auch eine digitale Mappe sein, was eben häufig auch der Fall ist. Motivationsschreiben. Im Prinzip haben wir dieselben Zugangskriterien wie jede andere Hochschule auch. Also das heißt, Fachhochschulreife
muss halt vorliegen in der Regel. Und dann wählen wir sozusagen aus den Bewerbungen, die aus unserer Sicht die Eignung mitbringen, aufgrund dieser, ja, und dann machen wir eine virtuelle Eignungsprüfung. Das heißt, wir haben das alles eben auch über online gemacht. Normalerweise laden wir die aber dann zu uns ein, machen noch eine kleine Präsentation, bekommen eine kleine Aufgabe. Danach entscheiden wir dann sozusagen, wer diese künstlerische Eignungsprüfung bestanden hat. Und die haben dann das Recht, bei uns in den nächsten 2 Jahren anzufangen, ihr Studium aufzunehmen. Sehr schön. Ich glaube, wir konnten einige Leute dafür begeistern, dieses Studium zu starten. Ich bin kurz davor, nochmal zu studieren. Frau Breitloch, wäre ja quasi wie Sie. Erst BWL und dann sagen, vielleicht doch ins Kreative. Frau Breitloch, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, dass sich gerade der Bereich Serious und Health Games noch entwickeln wird, weil ich finde, da gibt es unfassbar spannende Ansätze, wenn nach dem, was Sie gerade erzählt haben. Gut, genau, ja. Ich danke ebenfalls, hat Spaß gemacht und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Dankeschön.